Langsam nähert sich die Blackbox dem Ende zu. Nach U und V kommt noch W, X, Y und Z. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen und in die Kommentare schreiben, mit was wir dann weitermachen sollen, aber kommt uns nicht mit Ä. Genau, weil da gäbe es nur Äpfel. Äpfel. Das war Blackboxig für herzlich willkommen zu Yamtamtam. Ich hab's total verstanden. Danke. Ja, wie ihr hinter uns seht, es geht heute los mit U und V. Genau, und wenn ihr noch nie eine Blackbox-Challenge von uns gesehen habt, was schwierig ist, weil wir das echt schon lange machen, trotzdem nochmal für euch die Regeln. Hier ist eine Box, ihr habt in die Kommentare Zutaten geschrieben mit den Buchstaben U und V. Und wir versuchen, was daraus zu kochen. Ja, und ihr könnt jetzt aber jetzt schon mal unten in die Kommentare die nächsten Zutaten schreiben. Genau, und jetzt schauen wir uns mal an, was da so drin ist in der schwarzen Box. Oh, es ist leer. Es ist sehr wenig. Ja, Anthony, kommt doch mal. Da ist ja mal ausgesprochen wenig drin. Ja, es ist wirklich sehr wenig drin. Okay, fangen wir mit den einfachen Sachen an. Vollkorntoast. Vollmilch. Udon. Ja. Nudeln. Sehr gut. Vollmilchschokolade. Sieht mir aus wie diese Soße. Vanillesoße. Ah, und wo Vanillesoße ist, darf natürlich nicht Vanillepaste fehlen. Das war's? Das war's. Ja. Ja. Ich glaube, das werden süße Nudeln. Ja, in Vanillesoße. Ja, was machen wir mit dem Toast? In der Milch mit Vanille-Dings einweichen. Und dann? Wie arme Ritter oder was? Ja, nur, genau. Nur ohne Ei oder was? Ja. Aber Nudeln und arme Ritter? Na, oben ganz knusprig gebraten. Können die einfach zu Croutons verarbeiten mit Zimt und Zucker? Das habe ich doch gesagt. Nein, du wolltest doch arme Ritter machen und in Milch einweichen. Ja, aber ganz knusprige Würfel dann. Ja, aber du kannst die nicht einweichen, wenn die ja nicht knusprig. Oder hast du schon mal ein Glas Wasser knusprig gesehen? Wow. Oder einen Schluck Milch. Also, ich habe den Toast ja jetzt schon verbraucht. Das war voll gemein. Die Folge wird so hart für mich. Du meinst, sie wird unfair? Bin ich dann unten durch? Ja. Verständlich. Okay. So, jetzt können wir... Also ja, wir fangen jetzt an. Das wird eine schnelle Nummer hier. Ja, wir machen einfach noch dickere Vanillesoße. Aber guck mal, das ist Vanillesoße und das ist auch Vanillesoße. Es ist doppelt. Ey, nein, lass doch, ja? Lass doch eine Ganache machen. Lass doch die... Lass die Milch warm machen. Ja. Und die Schokolade drin auflösen. Aha, okay. Ja. Okay. Voll die gute Idee, oh. Wie du mich nicht lobst. Voll die guten Ideen mit Melissa. So, okay, lass uns anfangen. Okay, gut. Ich mach die Milch heiß. Ich werde das Brot verkrutonisieren. U und V waren ja wohl nicht so ergiebig, was Zutaten angeht. Aber okay, was habe ich anderes erwartet? Ich bin gespannt, was bei den nächsten Buchstaben rauskommt. Ja. X, Y und Z. Zimt. Ja, bei Z kommt wenigstens Zartbitterschokolade, das weiß ich schon. Da kommt das nur als einziges, eine Zartbittertafelschokolade. Die kriege ich auch weg, kein Problem. Ja, ich auch. Ich bin ja immer Team Zartbitterschokolade. Ich auch. So, habe Croutons geschnitten. Hello! Ey, wie wir heute einfach dieses Toastbrot missbrauchen. Ja. Das ist einfach eine voll gute Idee. Ich hole mal eine Pfanne. So, ich schmeiß das Toastbrot hier einfach schon mal dazu. Dann kann das hier rösten. Komme ich gleich dazu. Was ich mich gerade frage. Ja. Also, Milch ist ja eine Emulsion aus Fett und Wasser und Enzymen, bla, blüber, bla, bla. Aber ja. Wasser darf nicht in Schokolade gehen, weil es ja dann fest wird. Warum geht da Milch? Ist es nicht dasselbe Spiel dann? Es wird ja dann auch fest. Ist nicht einfach nur Wasser in Schokolade eine beschissene Ganache? Das muss ein. Eine Person beantworten, die es weiß. Ja, vielleicht habe ich auch komplett verkackt, weil es eigentlich mit Sahne gemacht wird. Vielleicht ist der Fettgehalt auch zu niedrig. Ja, mal gucken. Wir schauen mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich stelle jetzt einen Topf mit Wasser auf. Denn die Udons müssen ja noch warm gemacht werden und sich lösen. Ja. Ich hole schon mal hier den letzten Rest
Zimt, den wir hier im Regal stehen haben, mit. Ja, ist ein Paradies für ein Stück Butter, sage ich mal. Ja, ist wahr. Was wir natürlich machen können, wir haben zwei Packungen Udon-Nudeln. Einmal Schoko-Udon, einmal Vanille-Udon und dann ist das so wie so Duo-Eis. Oh, wie so ein Yin-Yang. Ja. Ja. Ich hätte In der U? Eine Butterbu. Wee. Komm, ich gebe hier schon mal ein bisschen Zucker dazu. Im Zweifelsfall karamellisiert das ein bisschen. Ja, lass es doch komplett karamellisieren und dann haben wir das als Teller. Ja, geil. Ja, guck mal, wie schnell das geht. So, jetzt haben wir hier schöne, zuckrige, leicht krosse Toast-Croutons in riesig. Gut. But looking good. Aber sie sehen lecker aus. Ja, dann machen wir hier noch ein bisschen Zimt drauf. Zap, 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 zap. Boah, aber... Ja, Zimt und Zartbitter, Zimt und Zartbitter, das kommt zum Schluss. Aber wenn ich jetzt hier die heiße Schokolade rieche, zusammen mit dem Zimt und dem Brot und so, es riecht schon gut alles. Ja klar, es ist ja auch so ein bisschen wie dekonstruierter arme Ritter. Ja. Nur halt mit Udon. Was macht die Schokoladenfront? Naja, es ist jetzt schon... Also für eine Soße wäre es jetzt eigentlich bei einer guten Dicke, würde ich sagen. Ja, wir müssen noch die Vanillesoße am besten warm machen noch. Aber du könntest hier ein bisschen Vanillepaste reinmachen. Aha, Schoko-Vanillepaste, ja. Meinst du nicht? Ah ja, gut. Ich weiß nicht, Schoko und Vanille finde ich ist immer eine weirde Kombi. Echt? Ja. Helfe ich gar nicht. Echt? Aber sonst mach Vanille in die Vanillesoße rein. Ist vollkommen okay. Ich akzeptiere das. Ja, ich finde, hier kann noch Vanille rein. Hier könnte ein bisschen Muskat rein. Ne, Muskat ist oder ja erlaubt. Oder ein bisschen Chili. Oh, das ist erlaubt, das ist ja Gewürze. Wer kennt sie nicht? Die verführerischen Chilis. Ich nenne sie Phillies. Weißt du, sie haben mit V alles verkackt, was gehen könnte. Was mir gerade an Wasser alles funktioniert. Veganer Käse, veganer Aufschnitt, vegetarischer Aufschnitt, vegane Wurst. Alles hättet ihr damit füllen können. Fängt alles mit V an. Voll geil. Ja, mit Vanillesoße. Ja, die Vanillesoße, vergiss die Vanillesoße. Nimm die Sachen, die da sind. Ich bin schwer enttäuscht von eurer Leistung. Nee, ich find's auch mal schön, dass wir mal was Süßes machen. Ja, okay. Wo ist denn unsere Reibe? Direkt vor meiner Nase. Was machst du denn jetzt? Die Muskatnuss da rein. Aber Muskatnuss und Chili würde ich nicht machen. Hä, warum nicht? Was denn jetzt nun? Was willst du denn jetzt, Melissa? Ich weiß doch auch nicht. Was willst du in deinem Leben? Chili oder Muskatnuss? Chili. Dreck. Ich schmeiß jetzt einfach die Nudeln hier rein. So, zack, bumm. So, eine Prise Chili. Und ich würde ein Mini-Schwabs-Salz machen. Ja, machst du mir auch ein bisschen Salz hier jetzt für Nudeln? Moment, ein bisschen meine ich viel. Okay. Ich hole jetzt einfach noch einen Topf. Wofür? Vanillesoße warm machen. Also, ja. Flöpp. Naja, Vanillepaste geht in die Vanillesoße. Reicht. Warum nicht? Schade, dass wir nicht so eine Schüssel mit zwei Kammern haben. Haben wir nicht, oder? Ich habe noch eine Idee. Nimm die Schüssel. Ja. Und jetzt stell dir einen Hot Pot Pot vor. Und das bauen wir aus Toastbrot. Weißt du, so eine Ringe dazwischen, das wird durch Toastbrot... Ach, dass du es so trennst? Ja, ja. Die Udon-Nudeln sind jetzt an für sich ready. Als Kind würde ich es wahrscheinlich völlig abfeiern. Ich auch. Dann warten wir mal, bis sie fertig sind hier. Ja. Okay, ich gieße mal die Nudeln ab. Jo. Zack. Hier. Der Damm. Das ist das Weirdeste, was ich seit langem gemacht habe. Nudeln in ein Ding zu machen und das dann mit Toastbrot zu trennen. Ja. Ich fühl mich gerade ein bisschen wie Chung, als er diese seltsamen Nudelwürstchen gemacht hat in der einen Pacedon. Ja. Ungefähr so muss sein State of Mind einfach gewesen sein. Passt hier nicht mal rein. Kaputt machen. Dann haben wir jetzt zwei Würstchen. Okay. Jetzt kommen die Soßen drauf. Jo, ich würde sagen, das hässlichste Gericht. Oh Gott, Alter, das sieht wirklich aus wie direkt hingefallen. 2021 hat auf jeden Fall diese Blackbox gewonnen. Ich weiß nicht, ob die Idee jetzt am Ende wirklich so gut war. Nee. Ich weiß auf jeden Fall, welches Gericht nicht auf Instagram kommt.
Aber ihr könnt gerne uns auf Instagram folgen, Link in der Videobeschreibung. Ja, wir können es mit Toastbrot einfach zudecken, wie ein Pie. Ja. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Ich schäme mich ein bisschen. Ich auch. Okay, können wir bitte wie so eine kleine Slideshow hier einfügen, falls Leute dieses Video als allererstes von uns sehen, dass wir auch andere Sachen können? Da-da-da! Fertig! Beautiful! Da-da-da-da. Ja, vielleicht. Und jetzt kommen nur die richtig hässlichen Sachen, so die Niffler. Oh Gott! Ich glaube, das hat die Niffler abgelöst. Da ist einer zauberhafter als der andere. Das ist die Ausgeburt der Kammer des Schreckens. Das ist wirklich die Kammer des Schreckens. Ja gut. Die sehen aus, als hätten sie keine Knochen mehr. Weißt du, wenn ich das so angucke, dann denke ich mir, ist ganz gut, dass die Blackbox irgendwann bald endet. Naja. Aber am Ende entscheidet ja der Geschmack. Das stimmt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, schmeckt ganz gut. Okay, ich fange jetzt erstmal an mit der Vanillesoße und dann nehme ich die Schokosoße danach. Ja. So. Okay. Mmh. Süß genug, Vanillesoße, aber weird enough. Okay, jetzt hier noch Schokolade. Die Schokolade finde ich besser. Also nennen wir doch erstmal die positiven Dinge an diesem Gericht. Man kann es essen und es ist sehr einfach zu machen. Das stimmt auch. Ich finde, die Schokoseite schmeckt besser als die Vanilleseite. Ja. Ist es okay? Ja. Wir danken natürlich sehr herzlich für diese Zutaten. Wir haben unser Bestes gegeben, euch was Schönes zu kredenzen daraus. Aber wir freuen uns natürlich auch auf eure Vorschläge für die nächsten Buchstaben. Oh ja. Für W zum Beispiel, da kommt dann Wackelpudding, Wacholder. Wachsmalstifte. Wachteleier. Ja, das wird wild. In die Kommentare damit. Und wenn ihr andere Blackboxes sehen wollt, klickt dahin. Oh, das ist, da sind Blackboxes. Und da ist es auch richtig lecker. Ist es so? Ja. Ah, dann schaue ich mir die auch nochmal an. Tschüss. Tschüss. Die Croutons waren das Beste. Ja.